Oh, herzlich willkommen zurück. Jetzt mit Joystick hier. Guck mal, ich brauchte den lustigerweise noch nicht mehr installieren, weil er erkannt wurde. Es sah jedenfalls ganz gut aus soweit. Ohne dass ich da irgendwas ruminstallieren muss. Und ja. Mal hoffen, dass das auch funktioniert, dass ich nicht doch noch ruminstallieren muss. So, diese Mission abgeschlossen und jetzt geht hier irgendwie. Ja, gleich die nächste Mission los anscheinend. Ja. Mal gucken. Es ist nicht einfach. Sind alle da? Fangen Sie an. Was haben wir in der letzten Stunde empfangen? Colonel, ich hoffe, Sie empfangen dies. Ich musste leider alle Transporte durch das Pylos-System stoppen. Eine Katastrophe für die Grenzwelt. Sie sind unsere letzte Hoffnung, das System und seine Ressourcen zurückzuerobern. Wenn Sie es nicht schaffen, dann ist alles verloren. Okay. Viel Glück. Tja, dann wollen wir mal gucken, dass wir das Problemchen lösen, ne? Würde ich mal meinen. Jetzt, da wir unser Ziel und seinen Kurs kennen, sind unsere Erfolgschancen ziemlich gut. Das Störsenderschiff muss vernichtet werden. Das geht nur auf einem Weg. Was? Nur mit Dart-Raketen? Da muss jeder Schuss sitzen. Manche von uns können zielen, Maniac. Wir verlassen uns nicht auf unser Glück. Also los, Leute. Wie immer der gute alte Depp Maniac. Ach ja. Bring mir das Schiff genauso sauber zurück wie beim letzten Mal. Dann zeige ich dir, was der alte Player so alles kann. Geht mal mit diesen Mistraketen weg hier. Auch vernünftige Rockets, ja. Ich kann nämlich wirklich auch nicht zielen. Ein Primate hätte ich ganz gerne. Sonst wird das nix, ja. Drr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 r
Ziel angreifen. Ja, Sir. Ja. Weitere Nachrichten. Heute starb das Herz des... Das ist doch Mist. Ich muss wohl mal die ungelenkten Raketen tatsächlich nehmen und die da alle draufzimmern, wenn ich nah genug dran bin mit diesem grünen Punkt da. Etwas schwierigere Geburt hier. Drücke ich mal eben weg, weil das kennen wir ja. Pass auf, dass nichts schief geht. Ja, das ist vielleicht die bessere Methode. Da habe ich diese ganzen Typen dann nochmal am Hals kleben. Aber na gut. Ist das halt so. Ich lasse das einfach mal alles so. Sich da mal groß umstellen. Vielleicht sogar die bessere Variante. Sie verlassen den Signalradius, Colonel. Viel Glück da draußen. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ihr seid nichts weiter als armselige Waschlappen, Grenzfeldler. Komm schon, komm schon. Oh. Gibt's da gar nicht. Schwere Geburt hier, wa? Das gibt's ja gar nicht. Kann einfach nicht wahr sein. Ah, sehr schön. Mach ihn fertig. Immer schön draufhalten, immer schön draufhalten. Blam, blam, bam. Ey, hat er mir einen mitgegeben? Da gibt's doch nicht, ey. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Das ist gut. Wie sieht's bei mir aus? Kann ich überhaupt was sehen? No damage, okay. Sieht aber eigentlich anders aus bei ihm, ne? Naja. Jetzt mal schnell mal kaputt. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ich vielleicht doch ein bisschen umstellen hier, ich weiß es nicht. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Ja, auf geht's. Ich habe One Yan mitgekriegt, dafür ist er in einem guten Zustand. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! So, ich jag die jetzt einfach alle mal drauf, da. Oh nein, unser Satellit! Ha, das hat geklappt. Das ist cool. Mission abgeschlossen. Das ist sehr cool. Jetzt muss ich nur... Ja, okay, Videosequenz. Zwei unbekannte Flugobjekte in Sicht. Mhm. Da verzieht sich jemand aber verdammt schnell. Wäre gut zu wissen, wer deine Fliege macht. Die Langstreckenkommunikation ist noch nicht voll da, Sir. Aber wenn Sie kurz warten, ich habe den Colonel gleich erreicht. Ich bekomme doch mein Geld nicht fürs Warten. Der Colonel hat den Weg freigeräumt, jetzt muss ihn jemand benutzen. Ja. Guter Mann.
Das Engagement gefällt mir. So, jetzt habe ich gleich Problemchen hier. Glaube ich. Ich meine, ich habe da einen Excalibur gesehen, den muss ich schnell loswerden. Ja, hier ist schon die Post ab. Schadensmeldung geben! Ich habe einen Verstand. Kein Problem. Gib endlich auf und stirb! Grenzfeldler wollte eine Kosten. Oh, nö, ne? Nicht jetzt, ey. Heute starb das Herz des Verdammte Tieres. Scheiße. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor... Das kann nicht wahr sein, ne? Muss ich tatsächlich den Schwierigkeitsgrad runter machen, weil das schaffe ich ja sonst nie hier. Im Ernst. Rookie, ey. Leute. Das kann nicht wahr sein, das ist nicht euer Ernst. Wieso ist das so verdammt schwer? Verlassen den Signalradius-Kanal. Viel Glück da draußen. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. Alter. Komm mal. Warum gehst du nur so ab? Muss denn das sein? Rumsfallerer. So, weiter geht's ja. Schwere Geburt, diese Mission. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel zerstört. Danke, Scheiße. Mein Ziel zerstört. Ordentlich was abgekriegt, genügend ja. Feinde, um Zielschießen zu üben. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Ein bisschen ranfliegen. Alles braucht das Zeug, ja. Oh nein, unser Mission abgeschlossen. Der Grenzfeldler wollte eine Kostprobe von mir haben. Da ist die Excalibur. So, Videosequenz. Oh Mann. Ist ja schlimm hier. Mach ich weg, haben wir gesehen. Endlich auf und stirb! Ja. Schadensmeldung geben! Bisher keine Probleme, Sir. Super Schuss, Sir. Ist schon langsamer geworden, weil so meine Triebwerke nicht da am Anfang. Mein Ziel zerstört! So. Für die nächste Mission stelle ich aber schon mal wieder höher. Das sollte eigentlich jetzt schon passen, weil jetzt geht es eigentlich schon wieder zurück zur Station. Wenn ich die ganze Zeit hier auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spiele, dann macht es halt keinen Spaß. Benötige Landeerlaubnis. Sie dürfen landen, Sir. Es funktioniert jetzt wieder alles, Colonel. Ja, hast rein. Können wir mal landen. Eieieiei. So, jetzt wird aber erstmal gespeichert hier, dass wir das geschafft haben. Wieder ein kleiner Wartemoment hier. Was ist los? Ist Ihnen ein Geist begegnet? Nicht zu fassen, wen Decker hergebracht hat. Decker? Wovon reden Sie, Mann? Unglaublich. Sehen Sie im Zwischendeck nach, im Lagerraum. Da hat ihn Decker untergebracht. Mal überhaupt umgucken hier. Aber ist sonst nichts, dann schauen wir doch mal. Ja.
Admiral Torwin. Ich kann niemandem sagen, wie verzweifelt ich war und verletzt, als ich von ihrem Überlaufen hörte. Wir befinden uns noch nicht im Krieg, Admiral. Ich sehe das eher als eine neue Arbeitsstelle. Wir führten auch nicht immer einen Krieg gegen die Kilrathi. Und trotzdem gab es immer zwei Seiten. Überlaufen war die einzige Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Sie waren ein Symbol für alle Werte, die der Konföderation wichtig waren. Sie können doch sicher verstehen, wieso mich Ihre Verhaltensweise zutiefst erschüttert hat. Wir haben die Verantwortung für dieses riesige Weltall. Ist deshalb kein Platz mehr für Loyalität? Ich sehe das anders. Es sind die Konföderierten, die nicht mehr loyal sind, Sir. Sie verursachen doch diese Schwierigkeiten. Irgendjemand will unbedingt einen Krieg vom Zaun brechen. Ja. Ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich glaube, dass Ihre Ansichten über diese Sache größtenteils der Wahrheit entsprechen. Und genau aus diesem Grund bin ich auch hier. Es sind Putschisten, mit denen wir zu tun haben. Abtrünnige, die innerhalb der Konföderation Unruhe stiften wollen. Ja, einer von ihnen ist ein erstklassiger Pilot. Sein Codename lautet Seether. Es überrascht mich nicht, dass Sie auf ihn gestoßen sind. Die Tatsache, dass ich selbst hier bin, dürfte Ihnen zeigen, wie schwierig die Verhandlungen geworden sind. Tja, kannst du mal arbeiten, oder? Jemanden zu finden, dem ich vertrauen kann, ist nicht einfach. Während des Krieges gab es viele geheime Projekte. Zum Beispiel die Versuche, die Kilrathi zu eliminieren. Viele der Projekte waren so geheim, dass selbst ich erst jetzt Einblick erhalte. Wie das GO-Programm? Das genetische Optimierungsprogramm, ja. Ein paar Idioten glaubten wirklich, man könne den perfekten Krieger züchten. Ist Seether ein Produkt dieses Programms? Ich weiß es nicht. Es wurde abgeschlossen lange, bevor ich davon Wind bekam. Auf jeden Fall dachte ich, dass ich den Mann hier erwischen könnte. Wir bekamen die gleichen Berichte über die Störsender. Ich versichere Ihnen, das war nicht vom konföderierten Hauptquartier autorisiert. Diese Geheimbasis war zu dem Zeitpunkt, als ich eintraf, schon leer. Sie wissen nicht zufällig, wo sich dieser Seether zurzeit aufhält. Nein. Aha. Das ist schade. Uns wird die Zeit knapp, Colonel. Uns? Uns beiden, ja. Wir beide wollen doch den Kriegsausbruch verhindern. In der Konföderation gibt es immer noch einen Platz für Sie. Wir sind auf der gleichen Seite, Colonel. Das war schon immer so. Da bin ich mir nicht so sicher, Admiral. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wofür die Konföderation steht. Aber die Menschen, hier auf diesem Schiff, die kenne ich. Denen vertraue ich. Falls der Krieg ausbricht, werde ich auf dieser Seite sein. Bedeutet das, dass ich Ihr Kriegsgefangener bin? Oh, ich hoffe jetzt, dass hier, mir ist gerade der Bildschirm ausgegangen. Hoffe nicht, dass das die Aufnahme jetzt irgendwie versaut. Ich schulde ihm nichts. Genau. Gefangener. Fertig. War ja offensichtlich, dass er da geflüchtet ist, ne? Finde ich. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, der Krieg ist bereits ausgebrochen. Mir bleibt deshalb leider keine Wahl. Ich lasse sie nicht frei. Tja, da guckt er. Notfall, Colonel Blair, bitte melden. Ich speichere hier mal zwischen.
und beende erstmal die Aufnahme in der Hoffnung, dass da alles tutti gelaufen ist. Ansonsten, ja, bis gleich.